bereit? Thank you.
zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Alles klar. Thank you.
bisschen enttäuschend, aber im Rennen haben wir immer noch die Chance, etwas zu holen. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Ricciardo, Räikkönen und Lewis Hamilton. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zurück zu F1 2018 hier in Ungarn am Hungaroring oder wie nennt sich das? Okay, ja, unser Teamkollege ist im Regen besser. Wir sind gerade mal Zehnter. Auch so im Training waren wir nicht gerade die Schnellsten. Also die Strecke ist nicht gerade das, was ich hübsch finde. Aber naja, mal sehen, was im Qualifying, wenn man sagt, hier im Rennen herauskommt am Ende. Ja. Wir gehen mal kurz weiter. Dann können wir mal schauen, was da das Qualifying gesagt hat. Das Qualifying. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Beschissen. Wie wird das schlechte Wetter Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Reifen kann man dann vergessen, aber ich bleibe im Strategie einfach die Schnellste zu sein. Das Team muss viel härter. Kein Kommentar. Sie werden das Rennen nicht an der Spitze beginnen. Ist das Grund zur Sorge? Das ist ein Problem, aber wir müssen das Beste aus der Situation machen. Ja, wir haben immer mit dem Grip zu kämpfen. Kein Kommentar. Wollen wir unseren Ruf nicht versauen. Tja, trotzdem danke. Wir reden heute mal nicht. Nö. Sind heute nicht in Plauderlaune. Ja. Dann schauen wir mal kurz nochmal rein. Aber da gibt es eigentlich auch nichts Neues. Ja, Qualifying haben die anderen beiden einen Punkt aufgeholt. Aber egal. Ja. Das ist schön. Können wir noch ein paar Ressourcenpunkte sammeln? Weil irgendwie brauchen wir ja auch für große Teile Ressourcenpunkte. Hier, Williams Racing. Ich erwartete natürlich eine bessere Session. Aber so etwas passiert wohl mal. Im Rennen kannst du es wieder gut machen. Ja, genau. Heul nicht rum. So, jetzt ist trocken. Im Qualifying war zum Anfang auch trocken. Da hat es ja geregnet, aber hier ist komplett bewölkt, sag ich mal. Was sagt denn Jeff? Die Strategie ist die gleiche wie immer. Leg eine Sorbe und Start hin. Führe nach der ersten Kurve. Gewinne mit Meilen an Vorsprung. Noch Fragen? Haha, Witzbold. Wenn das nicht läuft, behalte einen klaren Kopf und alles wird sich fügen. Ich denke, wir sind gut vorbereitet, also schalten wir das ERS gleich zu Beginn ein. Nach einem guten Start arbeitest du dich Kurve um Kurve vorwärts. Viel Glück, wir sehen uns an der Ziellinie. Ja, das werden wir. Mit welcher Platzierung? Das werden wir herausfinden. Guck mal, wie unser Vertragswert gestiegen ist. Da können wir nächstes Mal noch ein bisschen mehr handeln hier. Ja, so, da war jetzt nichts weiter. Hier, da habe ich nochmal ein bisschen umgestellt, dass wir frischere Komponenten haben. So ist die Abnutzung jetzt auf 37% und das Getriebe. Oha. Habe ich doch ganz schön gequält jetzt eben. Vorm Qualifying. Da hatte ich 9% und ein Rennen. Also vorm dritten Training. So war das. Vorm dritten Training hatte ich 9% und ein Rennen gehabt. Holla, da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht so quälen. Nicht so ruckartig runterschalten. Naja, was soll's. Denn, ja. Nehmen wir euch gleich mal mit zum Rennen. Wird die Folge halt ein bisschen länger. Macht ja nichts. Die letzte Qualifying-Runde war ja auch meine beste. Immer wieder ein Schauspiel an den lebhaften Ungaroring zurückzukehren. In der Nähe eines beliebten Reiseziels, nämlich der Stadt Budapest, erwarten wir ein spannendes Rennen. Den Moment, als Michael Schumacher 2010 seinen alten Kollegen Rubens Barrichello Richtung Wand drängte oder die großen Rennen 2014 und 2015, vergisst bestimmt niemand so schnell.
Also geht es heute darum, 14 Kurven und einen 4,35 Kilometer langen Ungaro-Ring zu meistern. Während jeder Runde bekommen es die Fahrer mit 6 Links- und 8 Rechtskurven zu tun. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 193 km/h. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Daniel Ricciardo startet heute von der Pole, vor Kimi Räikkönen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Bottas, Nico Hülkenberg und Vettel, Alonso, Leclerc, Hartley und der Anfänger. Magnussen, Perez, Esteban Ocon und Grosjean, Stroll, Gasly, Max Verstappen und Stoffel van Dorn. Eriksson und Sergej Sirotkin am Ende der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Tja, nochmal schnell hochstellen. Hatte ich ja im Regen ein bisschen runtergestellt. Entschuldigung. So, mehr hatte ich nicht geändert, aber wir können gleich mal durchgucken. Ja, das war kein gutes Setup. Das ist irgendwie, ja, fühlte sich mächtig bescheiden, beschissen an. Um es mal so auszudrücken. Na gut. Rennstrategie. Was sagt denn die personalisierte? Naja, fast eine Sekunde. Wer die personalisierte? Rundtechnisch bringt das nichts. Also jetzt hier Boxenstopp-mäßig, also Runde 5. Können wir da was strecken? Wo ist das hier? Auswählen, ja, ich will hier. Mal gucken, zeitentechnisch. Wenn wir eine Runde länger ziehen. Aha. Pensum 2. Okay. Können wir nicht mit harten durchfahren? Mit Mediums? Ups. Könnten wir rein theoretisch auch, ne? Da können wir nichts. Warte mal, wir machen mal hier. Ja, so lange können wir die nicht ziehen. Da hätten wir einfach nochmal Strategie rückgängig machen. Da hätten wir einfach. Nicht unter den Top 10 kommen müssen, aber ich wollte ja Teamziele ein bisschen erfüllen. Ja, dann lassen wir so. Runde 6 und Runde 22. Ja, denkt man, das passt. Die andere ist dann noch langsamer hier. So, für 35,6 Runden. 35,7. Na gut, so viel Fett fährt man ja hier auch nicht. Na, das passt schon. Dann machen wir zwischendurch mal mager. Und wer weiß, was da noch so passiert. Im Rennen, ne? Das weiß man ja auch nicht. Also, würde ich sagen, auf geht's zum großen Preis von Ungarn. Ab in die Startaufstellung. Oder sind wir ja schon. Aber Einführungsrunde meine ich. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Ja, Bremsen sind jetzt warm, die waren kalt und... Ja, die Kurve, die jetzt kommt, ist auch tricky. Wenn da einmal so weit auf die Curves kommst, dann bist du ruckzuck
weg vom Fenster. Oh, oh, oh. Dann machen wir überholen. Schön Start. Ja, Temperaturen sind gut. Zeig mal. Ach, jetzt übernimmt er. Okay. So. Auf geht's. Also, wenn ich jetzt mal ein bisschen ruhiger bin. Nicht wundern, ihr wisst, ne? Ich muss mich konzentrieren. Fahrer nehmen ihre Positionen ein. So. Gedulde dich und drück die Daumen. Boah, Alter. Die kommen ja gar nicht von der Pötte hier. So schlecht. Ja, klar. Komm, dann machen wir mal Saison neu starten. Ja, mach mal, komm. Warum sind wir denn da überhaupt nicht weggekommen? Die anderen fliegen an uns vorbei. Alter, wo fliegen die hin? Gibt doch gar nicht, oder? Sind die Reifen so schlecht? Fühlt sich auch mächtig beschissen an das Auto. Na, ob das was wird. Wieder nicht dahin geguckt, wo ich hingucken sollte. Ja, ja, ja. Man muss hier den richtigen Floh finden, aber den finde ich nicht. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert.
Peres. Ey, was macht ihr denn? Was bremst ihr denn so ab, Mensch? Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Na toll. Na, wir kriegen doch bestimmt bald eine Zeitstrafe. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Ja, ich will mich schon mal dran gewöhnen, dass wir keine Replays machen. Wo kam der denn her? War der hinter uns? Wir wechseln mal auf die anderen Reifen, die sind ja schrottig. Rasen? Na? Gerade so. Glück gehabt. Oh Mann, oh Mann. Los, fahr jetzt! Naja, 19. Uhu. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Das meine ich nicht so weit auf den Körb kommen. Na. Oh, ist nicht meine Strecke. Ups, ganz weit weg. An die Box gefahren. Nico ist jetzt an der Box. Ja, schön für ihn. Schlecht für uns. In der Rivalität. Ocon schon aus dem Rennen. Achtung, Achtung! Grüne Flagge.
Sie ist schon 19. Haha. Von 19. Hm. Infos zu Hartley. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Das ist gut. Ja, wer weiß, wie viele hier ausfallen. Ungarn ist ein großes Ausfallpotenzial. War es jedenfalls mal. Oh, ein 27er Zeit. Ja, die können auch die Gangvorschläge rauslassen. Die stimmen ja meistens auch nicht überein. Ja, mit ein sehr leises Rennen. Auch wenig Renn-Action, wie es aussieht. Aber schauen wir mal. Thank you.
Ja, ich fahre den Kurs auch das erste Mal ohne Ideallinie, ne? Bei F1 2017, da bin ich noch mit Ideallinie gefahren. Naja, was soll's. Kommen wieder Kurse, die mir bestimmt gefallen, wie Monza, Spa. Ich glaube, Spa kommt hier nach, ne? Dann sind wir in Belgien. Ja, hier werden wir auch überrundet werden, denke ich mal. Weil wir hatten ja zum Spitzenreiter 3 Sekunden Rückstand, wenn ihr das gesehen habt da in der Startaufstellung. Das ist schon ganz schön heftig. Ich will auch betriebisch schonend fahren. Nee. Nee, ich habe im Training umher experimentiert mit allen möglichen Flügeleinstellungen, Aufhängung und, aber also, ich wurde nicht warm. Naja. Was hier los? Dass die Reifen schon nach oder was? Naja, 20% ist schon viel, ne? Wie kommt dich der nach vorne an, Cousin? Ja.
Wir kommen immer dichter. Schrott gegen, okay. Da, der mega Ruckler, Junge. Einen haben wir geholt. Wunderbar. Vielleicht lassen wir seine Reifen nach oder der Flügel schlagen. Fünf, drei zum nächsten, na denn. Okay. Thank you.
Ups. Wieder ordentlich Zeit verloren. Aber 3-7, wir kommen dichter. Das ist gut. Beinahe weggedreht. Oh. Da wollte ich zu viel. So, also schön konzentriert bleiben. Ich denke mal, den Punkt werden wir es nicht schaffen, aber... Man weiß ja nie. Wegen Ausfälle, ne? Sirotkin in der Box bei 36 Sekunden Rückstand ist. Bei 34 Sekunden. Gleich an der Box. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Wir müssen mit weichen Reifen weiterfahren. Ja, wir müssen ja auch noch in der Box. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, die Reifen lassen komplett nach jetzt. Die auch nicht so weit raufkommen. So, konzentriert. Gerade schön abgelenkt, weil ich dachte, wäre einer rausgefallen. Alonso. Blaue Flagge. Überrundung? Oha. Oh, da ist der erste. Siehst du? Ach, Alonso war gar nicht hinter... Jetzt fällt mir gerade ein. Siehst du, stimmt ja. Alonso war ja hinter uns.
nur weil Ricardo angekommen ist. Hätten Alonso gar nicht durchlassen müssen. Mann, Mann, Mann. Aber gut, der hätte uns eh überholt. Frische Reifen. Und schneller als wir. Box, Box, komm diese Runde rein. Ja, ja. Voll den Bremspunkt verpasst. Dass er diesmal keine Alternative vorgeschlagen hat, wundert mich. Die Köpfe sind hier auch gefährlich. Kommst du hier rüber, dann drehst du dich weg. Na? Oh. Puh, anstrengend. Jetzt fallen wir natürlich wieder zurück. Wie weit ist die Frage? Okay, auf 18. Eriksson. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Das auch noch. Strafe und einer von hinten. Blaue Flagge. Hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Ja, wenn ich kann. Ihr beide müsst den Fahrer hinter dir durchlassen. Wenn er überholt, kannst du versuchen, die Möglichkeit für ein eigenes Überholmanöver zu nutzen. Hamilton, okay. Da will ich mich mal nicht einmischen in der WM. Wie kriegen die es? Ich kann mich ein bisschen ziehen lassen. Oh Mann. So aber nicht. Bin mal auf das Getriebe gespannt nach dem Rennen.
Hat sich der Arsch weggedreht. Da wollte ich an Hamilton noch dranbleiben. So, 10,7 Abstand. Konzentrieren hier. Und Damen, falls welche anwesend sind. Schade, dass man bei dem Spiel nicht die Getriebeuntersetzung oder Übersetzung einstellen kann. Weil damals das eine Spiel, was ich schon mal erzählte, in den 90er Jahren, da konnte man das. Und da konnte man dementsprechend auf solchen Kursen wie oder Monaco und so die Gänge kürzer schalten. Naja, egal. Momentan sind Abnutzungserscheinungen an deinen Reifen noch kein Thema. Solltest noch eine Weile guten Grip haben. Ja, danke für die Info. Sind ja gleich nur noch 8 Runden. Ericsson, 7,9. Na komm, die wollen wir noch überholen, ja? Oh, na so nicht.
chillt hier einfach nicht. Oh, kein Flo. Ich komme hier nicht in die Gänge. Einfach nicht rhythmisch genug. Da werden wir im Ruf wieder mächtig sinken, denke ich mal. Ach ja. Aber ich glaube, nur die ersten drei haben uns überholt, ne? Oder überrundet. Oder war schon die zweite Runde? Als wir oh! Schöner Leck. Das finde ich ja klasse. Oh, 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 oh. Na, so kommt man Eriksen nicht ran. Bei 9,5. Wieder weit weg. Ach man. Wieder einer der schlechtesten Rennen. Mit Monaco. Oh, das lässt ja alles ganz schön, ganz schön nach der Grip. Da war doch gerade, schade. Na, komm. Wir werden 18er bleiben. Aber komponentenmäßig, so füllt sich der Bereich alle sind, ja. Statusreport. P18, du bist auf Platz 18. Eriksson vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 14,9 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Sirotkin liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 14,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Noch 5 Runden bis zum Ende des Rennens. Sirotkin kommt auch mal dichter. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, sehr ermüdend das Rennen.
15 Sekunden weg? Oh, Alter. Wo haben wir denn die Zeit liegen lassen? Erst waren es 9 und jetzt 15? Ich bin noch nicht so langsam gefahren letzte Runde. Vierundzwanziger Zeit. Und die anderen von 21. Tja, schon ganz schön deprimierend. Das holen wir aber in Spar alles wieder raus. Plus eine Runde extra Benzin. Benzinplanziel. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wer denn? Die Nummer 4. Dann haben die anderen uns... Nur die ersten 4 haben uns überrundet bis jetzt. Boah, hat sich das Feld auseinandergezogen. Ja, heftig. Ey, der hat jetzt gerade über das Ziel. Der 4. ist vor uns. Alter, ist Ricardo gefahren. Ist ja Wahnsinn. Ja, gleich kommt wieder. Das war nicht so berauschend. Sehr enttäuschend. Raikönner haben wir 1,20er Zeiten. Und wir mit 1,24. Überlegt euch das mal. Alter Falter. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Rennen besser sind. Es war nicht gerade unser bester Tag. Da gebe ich dir recht. Alter. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red ja. Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Glückwunsch, Ricardo und Verstappen. Und Hamilton 3. Kein Ferrari da oben. Haben die vielleicht 3 Stops gemacht? Ferrari? Hm.
Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Verstappen. Nach dieser Leistung muss es eigentlich Max Verstappen sein. Sehr sauber, sehr souverän. Mit diesem Rennen kann er wirklich zufrieden sein. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Tja, ganz schön heftig, ne? Was fahren die da für Zeiten? So 1,22, 1,20, 1,23, 1,24 ist Hülkenberg gefahren, seine schnellste Runde. Aha. Der hat auch schon eine Runde Rückstand. Und wir zwei oder was? Ne, eine. Ocon ist raus. Okay. 18. Mann, Mann, Mann. Da holt er uns voll auf in der Rangliste. Da ist er weg, oder was, ne? Ach, nee. Ah, doch. Konstrukteur? Sind wir Vierter. Haben uns ein bisschen absetzen können von Force India. Ja, Red Bull ganz weit weg. Ob wir da noch rankommen, glaube ich nicht. Fahrer. Wo ist denn... Ach, Hülkenberg ist genau vor uns. Ja, der hat uns jetzt wieder überholt. Wir waren ja auch bloß ein Punkt auseinander. Okay. Sind wir immer noch ein Punkt auseinander. Hülki, wart mal ab, was im Dings kommt. In Spa. Dann wirst du sehen, wie es da abgeht. In Spa, da werde ich euch alle bügeln. Ein toller Tag. Ah. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Die Labertante wieder. Das war heute ein gewaltiges Kräftemessen zwischen Ihnen. Wie glauben Sie, wird die Sache enden? Oh Gott, das war ein Kräftemessen? Naja. Ein Kampf für die Geschichtsbücher und ich werde siegen. Wer auch gewinnt, der Fans können sich schon mal darauf freuen. Hm? Fairness ist das, ne? Naja. Sie haben heute ein paar Kratzer abbekommen. Was meinen Sie, wer die Schuld dafür trägt? Ich hatte freie Fahrt, Brennen. Kein Kommentar. Möchte nichts Falsches sagen. Tja. Trotzdem danke. Ja, ich rede nicht mit ihm. erstmal die Ressourcenpunkte abstauben. Oh Mann. War ein sehr bescheidenes Rennen. Muss ich zugeben. Da frage ich mich, wie habe ich das in Q3 geschafft? Ach Mann, wäre der Unfall nicht gewesen. Hätten wir vielleicht noch schön aufholen können, aber die waren alle so schnell. Naja, da hat er wieder einen Punkt. Nee, Gleichstand bei unserem Teamkollegen und bei Leclerc auch. Okay. Das macht wegen der schnellsten Runde. Juhu. Wir waren schneller als die beiden. Das ist gut. Oh ja, saubere Runde. 97% nur. Bum, bum, bum. Ja, Teamziele-Bonus. Das ist gut. Jo. Das waren wir letztes Rennen. Und? Ah, guck mal, wie wir wieder fallen. Bei allen. Jupp, alles klar. Na, Richtung Veteran steigen wir langsam. Vertragsverhandlung. Oh, jetzt nach dem Rennen, wo wir so... Vertragswert sieht ja noch gut aus. Oh, könnten wir ja mal... Es wird für uns Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Hier siehst du die aktuellen Angebote. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Du kannst zwar das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir wärmstens, bessere Konditionen auszuhandeln. Ach, das erwarten die jetzt von mir. Ach so. Qualifying 11. Rennplatzierung 7. Aber Teamposition 1. Cool. Teamziele Mittel. Gleichzeitig Entwicklung geben sie uns oder ansonsten nichts weiter. Machen wir mal einfach. Erwartete Rennplatzierung 8. Rennbonus möchte ich gern haben. Upgrade-Geschwindigkeit, Boxenstopp. Ach, wir machen das mal hier. Level 1. 25%. So. Ruf anzeigen. Ach ne, das steht ja auch da unten. Ach so. Okay.
Na komm, wir verhandeln mal. Unser Angebot wurde akzeptiert. Der neue Vertrag tritt mit dem Beginn des Rennens am nächsten Wochenende in Kraft. Hätten wir ja auch noch mehr aufschlagen können, ne? Eigentlich? Schade, dass man nicht abbrechen kann oder nicht nochmal machen kann. Okay. Qualifying 11. Rennplatzierung 8. Erster Fahrer sind wir. Wing. Teamziele einfach. Rennbonus gleichzeitig Entwicklung. Jetzt können wir zwei Teile auf einmal entwickeln. Das ist wunderbar. Da hat sich nichts geändert. Tja, da ändert sich auch erstmal nichts. So. Ich denke mal, wir sparen uns noch ein paar Punkte. Gerade der Antrieb. Na komm, was sagt unser Führer? Empfohlenes Update. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Oh, sagt er. Oh. Dann wären wir an Haas dran. Oder vorbei sogar. Und gleichgezogen mit Scuderia Ferrari. Sollten wir es? 3 Wochen? Ich denke mal, dass wir warten noch ein bisschen. Was kostet jetzt hier? 785. Ach komm, wir heben das mal auf. So sind wir eigentlich noch gesamt viertstärkstes Team. Also von daher lassen wir es mal. Ich bin jetzt gespannt. Getriebe. Oh, von 15 auf 21, wenn ich das richtig in Erinnerung habe jetzt. Naja. Noch 4 Rennen, dann können wir es umtauschen. Yay. Aber es sollte es schaffen mit Leichtigkeit. Ja, da hat sich nichts geändert. Und Sonnenergebnis. Ja, was ist? Belgien. Gut, guck mal, jetzt kommen 2 Hochgeschwindigkeitskurse. Belgien, Italien. Dann kommt Singapur. Das liegt mir auch. Also 3 Rennen, wo wir noch mal punkten können. Ein DNF haben wir. Aber dafür einen Platz. Ersten. Juhu, Nico hat keinen. Okay. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Recht enttäuscht darüber, wie dieses Wochenende gelaufen ist. Das Qualifying ging ehrlich gesagt ziemlich nach hinten los, aber wir wissen, dass das Auto gut läuft. Also waren wir optimistisch, dass wir im Rennen gut vorankommen würden. Leider hat das auch nicht geklappt. Nehmen wir uns beim nächsten Rennen, ja bla bla bla. Alles klar. Nee, ich will keinen Überholungsdings machen. Ich mache kein Zeitrennen. Ja, also. Selbst enttäuschende. Sorry, bemühte. Vielleicht lag es auch daran. Ja. Sehr enttäuschend von dem Rennen gewesen. Muss ich zugeben. Aber was soll's. Jetzt kommen 2 schöne, schnelle Hochgeschwindigkeitsstrecken. Da kann ich sicherlich was gut machen. Ja, ansonsten, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ne? Und ansonsten, ihr wisst ja, kennt das ja, was ich immer sage. So, sagen wir mal, nö, Hülkenberg gegenüber hier, tschüss. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Terra. Bye, bye.